Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu Versuch 328, die fünfte. Es gibt diesmal ein Infovideo mit dieser Woche, kein reguläres, normales. Habt ihr vielleicht mitbekommen, wenn ihr uns auf Instagram oder auf Twitter folgt? Da haben wir das einmal geteilt, dass es diese Woche ein bisschen besonders ist. Den Grund erfahrt ihr dann in diesem wunderschönen Infovideo. Das Infovideo ist in zwei Abschnitte, sag ich mal, geteilt. Einmal, wie es jetzt weitergeht und noch eine persönliche Sache, sage ich mal. Ihr wisst, Infovideos gibt es immer dann, wenn es irgendwelche Änderungen gibt bei uns auf dem Channel. Es ist immer so, wir haben eine Pause gemacht, wie ihr wisst. Also wie ihr vielleicht wisst, habt ihr es vielleicht mitgekriegt, dass wir eine Pause gemacht haben nach den ganzen Quizzes und sonst alles und hatten dann eine neue Struktur reingebracht in dem Hauptchannel, den wir mittlerweile führen. All-in, auf dem wir mittlerweile zwei Videos pro Woche immer festmachen, dienstags und donnerstags, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Dann den wunderschönen All-in-TV-Channel, der aktuell gut ankommt. Wir haben einen guten Abo-Fluss dazu gekriegt, einige neue Abos. Logischerweise, weil wir einen Abo-Fluss dazu gekriegt haben, wo ein React im Laufe der Woche kommt und immer der Podcast, sowohl auf SoundCloud als auch auf YouTube, montags und mittwochs. Dann haben wir immer noch ein Best-of-Channel, der aktuell noch inaktiv ist, heißt aber nicht für immer. Und ein ja, mehr oder weniger viertrangigen Kanal, All in Let's Plays und Gameplay. Da kommen Sachen hin, die es nicht geschafft haben, auf dem Hauptchannel zu erscheinen, sag ich mal. Sachen, die wir nicht witzig genug fanden oder sonst irgendwas. Die kommen dann dahin. Euch ist ja bestimmt aufgefallen, dass es auf dem Hauptchannel zu Videos kam, wo ihr gedacht habt, hä, was soll denn jetzt? Wo man auch gesehen hat, es kommt nicht gut an. Zum Vergleich zu den Red Dead Online Challenges oder Nubo Memes. Also diese Sachen habt ihr natürlich sofort gemerkt. Und das ist eine Sache, die wir auch ändern wollen. Und jetzt kommen wir dazu, warum es zu diesem Infovideo hier kommt. Wir wollen nämlich wieder eine Änderung einführen. Warum mache ich denn dieses Infovideo? Damit ihr Bescheid wisst, weil wir machen alles offen und ehrlich, wie sonst auch. Und vielleicht seht ihr jetzt eine kleine Grafik, wie das jetzt demnächst aufgeteilt wird. Ich guck mal, wie ich das mache. Auf jeden Fall. Montags haben wir jetzt ab sofort vor, auf All-in TV kommt immer ein React. Ist wie aktuell, bleibt auch so. Montags kommt ein React. Dienstags kommt auf SoundCloud immer unser neuer Podcast. Mittlerweile vier Folgen aufgenommen. Jeden Dienstag, immer ungefähr gegen 12 Uhr, kommt nur 45 Minuten, wie er heißt. Bisher die Hälfte nur mit Ben und mir, sag ich mal, im Duo. Aber immer sehr schöne Gespräche. Wir beantworten eure Fragen. Eure Themen, was ihr habt, darüber reden wir. Finde ich auch ganz cool, weil man dann zum einen nehmen wir das immer sonntags auf und haben dann so einen schönen relaxten Abend nochmal am Sonntag. Und reden, klinken ab und reden nochmal so über euch, was das betrifft. Und lassen die Woche immer Revue passieren. Immer ganz geil, finde ich. Mittwochs kommt dann die Bildfassung, sag ich mal, mit unseren Cams, meiste Zeit. Auf YouTube auf 12 Uhr. Donnerstags ist jetzt die erste Änderung. Bisher war alles normal. Donnerstags ist die erste Änderung. Kommt jetzt All in TV, ein weiteres React. Ist leichter zu machen und schaut es teilweise auch gerne. Von daher kommt es da auch. Und am Wochenende, ich weiß noch nicht welchen Tag, ich geht erstmal von Sonntag aus. Sonst folgt uns auf Insta oder Twitter. Da werdet ihr auf jeden Fall den genauen Tag erfahren. Da werde ich es immer posten. Oder einer der anderen. Da wird dann auf dem Hauptchannel ein Video kommen. Hat zum einen den Grund, wir machen aufwendigere Arbeit. Zum Beispiel, man sieht es nicht an dem Video, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist ein Problem auf YouTube. Mehr, dass man nicht erkennen kann, okay, wenn ich abrunden müsste, wären das ungefähr 15 Stunden. Sind noch etwas mehr. Wo wer bitte mehr insgesamt mit Hochladen, Rendern, Schneiden, was weiß ich nicht, alles dahinter steckt. Noch ein bisschen mehr. Und jetzt ist halt die Sache, das kriegt man in zwei Videos nicht verpackt, deswegen waren zum Beispiel andere Videos dann wieder schlechter. Wir wollen euch natürlich nur gute Videos bringen, die qualitativ geil sind auf dem Hauptchannel. Deswegen gibt es auch den Nebenchannel, den vierten Channel so gesehen, All in Let's Plays. Da würde dann das andere kommen, falls dann noch was übrig bleibt. Genau, das ist so die neue Aufteilung. Wir wollen euch nur gute Videos auf dem Hauptchannel bringen und nicht irgendwelche schnell was aufnehmen. Weil mittlerweile werden unsere Videos aufwendiger und das passt dann halt nicht mehr in unsere Struktur, dann ist es für euch schlecht und wir denken uns dann, boah, ich habe
das Video ist so scheiße, aber wir müssen ja hochladen. Dass er halt nicht vorkommt. Hoffentlich habt ihr dafür Verständnis. Gerne Fragen so in die Kommentare. Können wir auch gerne. Könnt ihr auch gerne im letzten Podcast reinschreiben, wenn ihr da noch Fragen habt zu diesem Infovideo. Komme ich gleich einfach auch nochmal zu. Dann Punkt 2. Warum es dieses Infovideo gibt. Es gab oft. Ja, wie sagt man es? Es gab oft den Witz. Anfangs war es kein Witz, es gab oft das Thema All Out. Yank geht weg, boah, krass, Aufteilung, Split. Ja. Es wird kein Split geben. All In besteht weiter, sonst hätte ich dieses Infovideo nicht gemacht. Mit Punkt 1. Aber es wird einen All Out Channel geben, wo ich dann eigenen Stuff machen werde. Noob und Memes kommt zum Beispiel dann nur noch auf dem Channel. Das hat zum einen im Hintergrund, dass ich nur Videos, wo ich alleine für verantwortlich bin, weil ich, also wo ich komplett die Videos, wo ich nur alleine für verantwortlich bin, wo Ben und Sven in der Regel nicht dabei sind, die werden dann auf dem Channel kommen, die ganze Arbeit, sag ich mal, die darin steckt und die Aufnahme und was weiß ich nicht alles, das wird auf den Channel dann weitergeführt. Alle Channels, die wir haben, werden auch da verlinkt. Das wird ein selbstständiger Channel von mir sein, abseits von All In. All Out ist eigentlich heißt JK All Out. Aufgrund von dieser witzigen Story habe ich so genannt. Dann wird da eigenständiger Stuff von mir kommen. Es wird aber, wie gesagt, kein Kanalsplit geben. Es wird alles so weitergehen, wie ich es vorhin aufgezählt habe. So wird es weitergehen. Der Channel ist einfach nur dafür da, wenn die anderen nichts mit den Videos zu tun haben, dann möchte ich das lieber, wenn ich das eigenständig komplett für verantwortlich bin, dann möchte ich das lieber auf einem eigenen Channel haben, weil ich es so empfand, dass es teilweise einfach nur so war, ich nehme irgendwas auf, damit wir was haben. Und die anderen müssen sich weniger Stress machen, so, aber alles gut. Ne? Deswegen, es gibt weniger Videos, haben weniger Stress auf dem Hauptchannel, aber wenn ich noch nebenbei machen möchte, dann kommt das auf mein extra Channel. Das war's auch schon. So an sich der Thema. Wie gesagt, kein Kanalsplit. Also wir bleiben alle Vierer Squad, auch wenn Holger aktuell noch hier Meth nebenbei braut. Vierer Teams. Bleibt auch so. Gehe ich stark von aus. Deswegen, wenn ihr dazu Fragen habt, unter diesem Video stellen. Oder ihr sonst irgendwas dazu sagen möchtet. Unter diesem Video oder wie gesagt unter dem letzten Podcast, dann gehen wir auch gerne zu dritt oder zu zweit, falls Sven es wieder nicht hinkriegt. Spoiler, falls ihr jetzt noch nicht gehört habt. Dann könnt ihr es auch gerne darunter stellen. Und wir antworten dann zu dritt, zu zweit darauf. Oder in der E-Mail. Ihr habt viele Möglichkeiten immer uns zu erreichen. Wir werden immer offen und ehrlich mit euch zu euch sein, deswegen mache ich auch immer diese Infovideos. Ja, das war es eigentlich auch schon. Keine Ahnung, wie lange das Video jetzt gehen wird. Ich habe teilweise echt gebrabbelt. Habe ich versprochen, was weiß ich nicht. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt informiert über den aktuellen neuen Stand. Das heißt, es gibt vier Kanäle, aber ich mache noch nebenbei ein. So in der Kurzfassung. Nur nebenbei. Nicht hauptsächlich, kein Split, nix. Hoffentlich verstanden. Und ja, nächste Woche geht's normal weiter. Genau mit dem Plan, den ich euch vorhin gegeben habe. Montag ein React. Dann die Folgetage haben die Podcast-Version auf den jeweiligen Channels. Donnerstag wieder ein React. Und am Wochenende ein schönes Video auf dem Hauptchannel, was wir gerade vor diesem Infovideo aufgenommen haben. Wisst ihr, cool, wenn ihr mich schreien hören wollt. Schaut es euch an. Haut rein, vielen Dank fürs Einschalten. Schönen Start in die nächste Woche. Hört unseren Podcast, Folge 5. Mega geil. Und ciao.